GTA 5 Online wird dieses Jahr 10 Jahre alt und es gab so viele verschiedene und vor allem neue Autos, die in den letzten Jahren ins Spiel gekommen sind. Deswegen zeige ich euch in diesem Video die aktuellsten 5 besten Fahrzeuge, die es bis heute, also bis im Jahr 2023, eben gibt. Falls du neu bist, lass auf jeden Fall ein Abo da, würde mich mega freuen. Mach doch gerne die Glocke an und wenn du Lust hast, dann like jetzt schon mal dieses Video. In dem Sinne würde ich sagen, let's go, wir beginnen. Eins will ich noch ganz kurz vorab sagen, das ist nicht irgendwie eine offizielle Liste von Rockstar Games oder sonst irgendwas, das sind die 5 Fahrzeuge, die ich meiner Meinung nach aufgrund von meinen Erfahrungen halt einfach aktuell am besten finde. Jeder von euch wird wahrscheinlich auch eine andere Meinung haben, deswegen ihr könnt mir auch direkt mal jetzt eure Meinung in die Kommentare schreiben, schreibt mir auch einfach jetzt schon mal eure Top 5 Fahrzeugliste hier rein. Wir kommen zu Platz Nummer 5. Auf Nummer 5 ist meiner Meinung nach der Italy GTO. Das Fahrzeug könnt ihr gerade hier sehen. Der Italy GTO ist ein Sportwagen in GTA Online, um genau zu sein, einer der besten und schnellsten Sportwagen in GTA Online. Ich habe den Wagen damals ungefähr vor 2 Jahren oder so im Casino kostenlos gewonnen, damals auch zum ersten Mal getestet und seitdem ist er wirklich für mich einer meiner Favoriten, weil er einfach vor allem für Stuntrennen mit der Kategorie Sportwagen verdammt gut ist. Also der Wagen ist verdammt schnell und vor allem einfach die Haftung, also die Traktion am Boden, finde ich enorm gut. Der Wagen rutscht gefühlt nicht weg, du bist damit sehr gut in den Kurven. Deswegen ist er für mich auf der Liste auf dem 5. Platz, vor allem wenn es wie gesagt um Rennen geht. Also unerkostet bei Legendary Motorsport 1,95 Millionen Dollar, glaube ich. Also auch ein ziemlich stolzer Preis. Wir kommen zu Platz Nummer 4 auf der Liste und das ist auch wieder 5. Platz, ein Sportwagen. Und zwar der Paria oder wie auch immer man ihn aussprechen sollte. Fakt ist auf jeden Fall, der Wagen muss auf jeden Fall in meine Top 5, weil ich mit ihm so viel Rennen gefahren bin, weil er einfach so schnell und so gut ist. Ist wie gesagt auch ein Sportwagen. Ich war ansonsten auch gefühlt bei jedem Rennen einfach hin und her gerissen, ob ich eben den Italy GTO von gerade eben oder ob ich den Paria von jetzt hier eben benutzen soll, weil die beide so stark sind. Fakt ist, der hier ist anscheinend sogar der schnellste, wenn nicht auf jeden Fall einer mit der schnellsten Wegen oder Wagen in GTA 5 Online. Das ist auch schon bestätigt, da gab es auch schon einige Tests, auch ich habe das ja schon mal getestet, also der Paria ist auf eine lange Strecke wirklich verdammt schnell. Und deswegen hat er auf jeden Fall seinen 4. Platz hier auf unserer Liste verdient. Ups, das war jetzt eher nicht so vorteilhaft. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit Fahrzeug Nummer 3 auf unserer Top 5 Liste. Aber ganz kurz zwischendurch, falls du gar nicht genug GTA-Dollar hast, um dir diese ganzen Fahrzeuge zu kaufen, dann schau mal jetzt bei JG Gaming vorbei. Das ist der erste Link hier in der Videobeschreibung. Denn dort kann sich jeder von euch da draußen einfach so raussuchen, wie viel Millionen GTA-Dollar er im Prinzip sofort auf seinem Konto haben will. Also check das ab, erster Link in der Videobeschreibung und mit dem Code VENOM. 10 bekommt ihr auf alles dort 10% Rabatt. Platz 3 wird für viele von euch wahrscheinlich jetzt sehr unerwartet sein, aber es ist der Kuruma. Und zwar der Kuruma gepanzert aus einem ganz bestimmten Grund, weil er einfach für mich das beste Fahrzeug ist, wenn es um Missionen geht. Das hat 3 bestimmte Gründe. Erstens, der Wagen ist schusssicher. Das heißt, ihr könnt im Prinzip von 20 Gegnern oder mehr umzingelt sein, die allesamt auf euch schießen und trotzdem wird euch höchstwahrscheinlich nichts in diesem Fahrzeug passieren. Zweitens, das Fahrzeug hat wirklich eine gute Geschwindigkeit und es lässt sich an sich einfach generell ziemlich gut fahren, was es euch auch ermöglicht, dass ihr von Punkt A nach Punkt B schnell und einfach kommt und ihr wisst, dass man in Mission meistens am Anfang oder auch am Ende eine ziemlich lange Strecke zurücklegen muss, von daher ist halt der Kuruma auch dafür wirklich gut geeignet. Und Punkt Nummer 3, es ist ein Viertürer, also ein Viersitzer sozusagen, das heißt, ihr könnt eure komplette Freundeslobby eben mitnehmen, wenn ihr mit denen zur 4. Mission spielt. Deswegen ist also der Karin Kuruma gepanzert für mich auf Platz 3 unserer Liste und ich kann euch wirklich empfehlen, legt euch den Wagen zu bei San Andreas. Teuer ist er auch nicht, der kostet glaube ich 500 oder 520.000 Dollar, also auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier auf jeden Fall. Okay Freunde, langsam wird spannend, wir kommen zum 2. Platz und zwar ist das der gute alte Nightshark. Könnt ihr hier gerade sehen, der Wagen war tatsächlich auch vor 2 Jahren schon auf meiner Liste. Ich habe nämlich vor 2 Jahren mal ein ähnliches Video gemacht, 2021, mit den 5 besten Fahrzeugen. Hat sich nichts daran geändert, der Wagen ist immer noch auf der Liste, weil er immer noch verdammt stark ist. Der Nightshark ist halt einfach ein absoluter Allrounder, ein absolutes Monster. Was jetzt irgendwie PvP-Tipps und Tricks und sowas angeht, kann ich dazu gar nicht viel sagen. Ihr wisst ja, ich bin ein Noob in PvP. Was ich aber sagen kann, der Wagen ist halt an sich trotzdem einfach stark. Also das ist, glaube ich, jedem bekannt. Der Wagen ist ja auch teilweise sicher vor Raketen. Wir können sie ja mal ganz kurz testen, wie viele Raketen der denn aushält. So, das war einmal die erste. Hat auf jeden Fall ausgehalten. Alleine das ist schon mal gut. Die zweite, keine Ahnung, vielleicht geht da jetzt schon in die Luft.
Hat er auch noch ausgehalten? Okay, krass. Ich dachte, bei der zweiten ist vorbei. Halt dir eine dritte aus. Mal schauen. Eine dritte hält er auch noch aus? Okay, krass. Bei der vierten müsste aber jetzt Ende Gelände sein, oder? Hä? Okay, egal, Freunde. Ihr seht, wir haben jetzt viermal mit einer Rakete draufgeschossen. Der Wagen ist standhaft geblieben und fährt nach wie vor wie eine 1. Also ich glaube, das ist Beweis genug. Ihr seid da drin sicher. Auch vom Fahrverhalten und drum und dran ist der Wagen wirklich gut. Ihr habt hier ein eingebautes MG, wie ihr auch gerade hier sehen könnt. Es ist auf jeden Fall ein Viersitzer, also ihr habt genug Plätze frei. Also auch hier wieder für Missionen und für Raubüberfälle sehr, sehr gut geeignet und deswegen auf dem zweiten Platz. Den Preis kann ich auch noch ganz kurz verraten. Der kostet normalerweise 1,2 Millionen. Jetzt sogar gerade in dieser Woche, wenn ich das Video aufnehme, ist er reduziert auf 930.000. Also von daher wirklich ein guter Preis für so ein starkes Fahrzeug. Vielleicht noch kurz zur Info für diejenigen von euch, die wirklich neu sind und mich nicht kennen. Ich bin in GTA Online kein PvP-Spieler. Ich bin jemand, der sich eher auf die Autos fokussiert. Also ich fahre sehr viele Rennen, mache immer wieder Missionen, Tuning-Treffen und so weiter und so fort. Also die Liste geht jetzt auch nicht um PvP-Fahrzeuge, weil ich mich damit, wie gesagt, auch überhaupt nicht auskenne. Deswegen will ich zum Thema PvP jetzt auch irgendwie keine Stellung nehmen. Aber wie gesagt, die Liste bezieht sich auf vor allem Fahrzeuge, die für Rennen und für Missionen geeignet sind. Und wir kommen schließlich zum Platz Nummer 1, also zum meiner Meinung nach besten Fahrzeug in GTA Online, das ihr 2023 besitzen könnt. Und das ist der Benefactor Krieger. Der Wagen gehört zur Kategorie der Supersportwagen. Und ich habe ihn auf den ersten Platz gesetzt, ganz einfach, weil ich ihn gefühlt in jedem einzelnen Rennen benutze und er mich noch nie so wirklich enttäuscht hat. Also der Wagen ist, was ein Supersportrennen angeht, wirklich perfekt geeignet. Er ist verdammt schnell, gehört auch zu den schnellsten Fahrzeugen generell im Spiel, liegt verdammt gut auf der Straße, ist sehr, sehr gut in den Kurven und deswegen einfach für mich ganz klar auf Platz 1. Jeder von euch, der hin und wieder oder auch oft Rennen fährt in GTA 5, der muss auf jeden Fall den Krieger besitzen. Auch wenn er teuer ist, mit über 2 Millionen Dollar, aber er lohnt sich, Freunde, glaubt mir. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren viele Supersportfahrzeuge generell verglichen, auch ein Tesseract, auch ein Twisted Eight, ein Krieger oder sonst irgendwas und immer wieder bin ich aber trotzdem beim Krieger hängen geblieben, weil er einfach am meisten überzeugt hat. Also falls ihr noch ein Fahrzeug braucht, um eben Rennen zu fahren, um in Rennen gut zu fahren und gut abzuschneiden, dann wie gesagt, gönnt euch auf jeden Fall den Krieger auf der Webseite von Legendary Motorsports und das war meine Top 5 Liste der besten Fahrzeuge, die ihr im Jahr 2023 auf jeden Fall besitzen müsst. An der Stelle würde ich sagen, schreib du mir jetzt einfach mal deine Top 5 Fahrzeuge hier in die Kommentare und dann können wir mal schauen, ob die ähnlich sind wie meine oder ob du da auch vielleicht ganz komplett andere Fahrzeuge auf deiner Liste stehen hast. Wenn es dir gefallen hat oder vielleicht auch einfach nur ein bisschen geholfen hat, dann zeig es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben, lass ein Abo da, mach die Glocke an, check gerne Instagram ab und ich bin raus, denen einen schönen Tag, haut rein und ciao, ciao.